Jana. Was ist? Hast du immer noch Probleme mit dem Bauch? Ja. Oder hast du schlecht geträumt? Das war kein Traum. Weißt du, ich träume eigentlich nie. Ich bin heute Morgen früh aufgewacht und dachte ich, da kann ich doch gleich auch aufstehen. Oh, mein armer Liebling, leg dich noch mal ein bisschen zu mir. Du weißt doch, ich bin die Beste in den Schlafstreichlern der Welt. Entschuldige, ich muss ins Bad. Verstehe ich das jetzt richtig, dass du mir das nur vorgespielt hast, dass dein Vater dich meinetwegen enterbt, ja? Und du lässt mich in der Küche Kartoffeln schälen, damit wir wenigstens ein bisschen Kohle haben? Aber ich wollte doch... Ich weiß genau, was du wolltest. Du wolltest dich an mir rächen, weil ich dir den Prinzen vorgespielt habe. Xaver, das... Also, dass du mir das irgendwann heimzahlst, habe ich mir schon fast gedacht. Aber so eine miese Tour? Darf ich jetzt auch mal was sagen oder unterbrichst du mich gleich wieder? Nee, du darfst nichts mehr sagen. Was bin ich denn eigentlich für ein Vollidiot? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Ach, Xaver. Carla, ich wollte... Das ist... Du bist so intrigant. Nur weil das bei uns mit den Entwürfen nicht geklappt hat, da lässt du mich ins offene Messer laufen. Das wollte ich doch nicht. Ich spar dir deine Rechtfertigung. Ich muss jetzt weg, meine Beziehung retten, falls ich das überhaupt noch kann. Und wenn nicht, dann ist das deine Schuld. Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du dir denn sowas gefallen lassen? Rosalie, jetzt lass gut sein, bitte. Nein, das kann ich nicht. Wenn jemand über dich Märchen verbreitet und dazu noch ausgerechnet meine Schwester, dann kann ich nicht drüber hinwegsehen und du solltest es auch nicht. Emma wird einen wichtigen Grund haben, zu behaupten, ich hätte ihr Geld geliehen. Basta. Den sie dir nicht mal nennen kann? Sie wird es mir schon noch verraten. Ah. Sag mal, seit wann lässt du dich denn so rumkommandieren, hä? Huh? Wenn Emma nicht in Not wäre, hätte sie sich nicht behauptet und das weißt du auch. Jetzt hör auf, sie ständig zu verteidigen. Und mich machst du an wegen dieses dämlichen Wasserschadens. Dämlich? Ja, Emma darf sich anscheinend alles leisten, oder wie? Das kannst du doch nicht miteinander vergleichen. Doch, das kann man sehr gut miteinander vergleichen. Wenn du für deine eigene Freundin kein Verständnis hast, aber dafür für Emma Geld aus... Bitte, okay, es reicht. Für deine Gedankenlosigkeit musste ich einen Haufen echtes Geld hinblättern. Emma habe ich niemals was geliehen. Xaver, warte. Es tut mir leid. Xaver. Du musst zugeben, deine Lügerei, das war auch nicht ohne. Was ist denn schon groß passiert? Bisschen Gemüse hobeln, das hatte ich doch auch nicht traumatisiert. Carla, darum geht's doch gar nicht. Ich habe das für uns gemacht. Deine Aktion war doch nur eine billige Retourkutsche. Dann sind wir jetzt quitt. Warum kannst du das nicht vergessen? Bitte, Xaver. Lass uns von hier wegfahren. Ich kenne ein schönes Hotel in den Bergen. St. Moritz. Lass uns ein bisschen Skilaufen gehen. Ich zahle gerne für uns beide. Ich möchte es wieder gut machen. Nee, tut mir leid, Carla. Warum kannst du nicht über deinen Schatten springen? Warum kannst du nicht alles vergessen? Das musste ich auch. Das ist nun mal nicht so leicht für mich, Carla, ja? Ich glaube ja nicht mal, dass du das aus Rache gemacht hast. Du wolltest mich testen. Weil du Angst hast, dass ich nur unter deinem Geld her bin. Sei doch mal ehrlich. Hast du eigentlich mal eine Sekunde darüber nachgedacht, wie es mir damit geht? Dass die Frau, die ich liebe, für mich auf alles verzichtet und ich meine jetzt nicht nur das blöde Geld, deine ganze Familie, die Liebe deiner Eltern, ja? Was meinst du eigentlich, wie mich das belastet hat? Und das nur, weil du mir nicht vertraust? Aber das kann ich dir genauso vorwerfen. Du hast dich für mich als Prinz ausgegeben. Weil du dachtest, ich könnte mich sonst nicht in dich verlieben. Ist das besser? Nein. Aber Carla, ich hatte doch keine Chance. Du warst doch so darauf fixiert, dir ein Von und Zu angeln. Du hast mich doch gar nicht wahrgenommen. Woher willst du das wissen?
Fettnapf als Dauerwohnsitz. Na klasse. Ich habe halt nicht mitbekommen, dass Xaver plötzlich im Zimmer stand. Ich war so drin in der Diskussion über die Dirndl-Entwürfe. Diese elenden Heimlichtuereien fallen einem immer irgendwann auf die Füße. Ben wird das auch noch merken. Außer er hört endlich auf zu verhindern, dass Frau Wielander von ihrer wahren Identität erfährt. Ich hätte mich auf Carlas Lügengeschichte gar nicht erst einlassen dürfen. Vor allem, weil es mir mit Felix auch bloß Probleme gebracht hat. Trotzdem wäre es natürlich furchtbar, wenn Carla und Xaver sich jetzt trennen, bloß weil ich sie versehentlich habe auffliegen lassen. Wenn mir bloß etwas einfallen würde, wie ich das verhindern kann. Aber mach's kurz. Ich muss wieder in die Küche. André, ich ertrage es einfach nicht, neben dieser Frau zu liegen und zu wissen, dass sie Barbara ist. Ich kann dir gar nicht sagen, welches Gefühl in mir zurzeit vorherrscht. Angst oder Wut? Ich habe kaum schlafen können. Ich habe mir vorgestellt, wie sie, dass sie versucht hat, mich umzubringen. Und dass sie es vielleicht wieder tun würde. So viel zur Angst. Gleichzeitig treibt es mich zum Wahnsinn, was sie mir angetan hat, was sie den anderen angetan hat, die mir nahestehen. Robert, Miriam, auch Felix. Und die Wut. Weißt du, ich hatte das Kissen bereits in der Hand. Was? Ich war bereit, es ihr aufs Gesicht zu legen und zuzudrücken. Du musst dir dringend klar machen, dass Sylvia Wielander und Barbara von Heidenberg nichts miteinander zu tun haben. Mein Gott, doch, sie ist doch Barbara! Ja, physisch, ja. Aber von ihrem Wesen ist sie eine einzigartige, wunderbare Frau, in die du dich neu verliebt hast. Ich bin überzeugt, dass sie keinerlei Erinnerung an ihre frühere Identität hat. Da hat Paul Wielander gute Arbeit geleistet. Trotzdem, ich kann das nicht einfach so beiseite schieben. Sylvia hat Barbaras gute Eigenschaften. Sie ist attraktiv, schlagfertig. Begehrenswert. Verbindung mit einem viel besseren Charakter. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Werner, es ist wahr. Es ist die Realität. Du hast es in der Hand. Du kannst dein Glück festhalten oder es vermasseln. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß es einfach nicht. Zumal ich, wie ich dir bereits gestern gesagt habe, deinen Optimismus nicht teile. Ihn nicht teilen kann. Dazu kenne ich Barbara viel zu gut. Du meinst, wenn es jemandem gelingt, allen die neue Frau vorzuspielen, dann ihr? Ja. Weißt du, ich habe mich ein paar Mal sehr eingehend mit deiner Frau unterhalten. Da war nicht die Spur von Falschheit oder Verstellung. Sie ist das, was man sieht und spürt. Ein guter Mensch. Du weißt, wie skeptisch ich am Anfang war. Weißt du, was ich früher immer gemacht habe, wenn ich mit mir und meinen Frauen... Also einer Frau nicht klar war? Nein, aber du wirst es mir sicher sagen. Ja. Ich habe Abstand gesucht, um in Ruhe darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Naja, und deswegen gab es den Streit. Felix, du weißt, was ich von Rosalie halte. Und deswegen kann und möchte ich nicht besonders viel zu euren neuesten Beziehungsproblemen sagen. Das sollst du auch gar nicht. Wie geht's dir denn? Ja, wie man sich nach einer Chemotherapie so fühlt. Hm? Ist es denn einigermaßen auszuhalten? Weißt du... Wenn es mir so richtig schlecht geht, dann sage ich mir, sehr gut. Und dann ist mein Krebs mindestens genauso mies drauf. Schwesterchen, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dein Kämpferherz. Das habe ich dir zu verdanken. Ach. Dir und Simon. Felix, wirklich, ohne euch würde ich das hier nicht schaffen. Es ist schön, wenn... Simon anruft, es tut gut, mit ihm zu reden, aber weißt du, ich glaube, mir geht es noch viel besser, wenn ich hier endlich raus bin und ihn wiedersehen kann.